zähle 2. Eck. Ich bin der Pascal. Und ich bin die Antonia. Und wir zeigen euch heute die OGTS Alten. Kommt, jetzt gehen wir rein. Also ich bin der Manuel, bin 11 Jahre alt. Hallo, ich bin die Celina, bin 11 Jahre alt und gehe in die M5A. Hallo, ich bin die Margrethe, bin 13 Jahre alt. Also ich bin der Jakob, bin auch 11 Jahre alt. Ich bin Cosimo, bin 12 Jahre alt. Hallo, ich bin die Theresa und ich bin 14 und ich bin hier seit der 5. Klasse. Zwischenzeitlich war ich dann mal wieder weg und ja, jetzt bin ich wieder da. Ja, wir sind hier die Geilen in der OGTS. Also ich bin die Antonia und bin 10 Jahre alt. Also meine Lieblingsecke ist so, wo die... halt, wo die Sofa sind, dieser blaue Sofa. Uns gefällt es hier gut, weil wir hier Schmarrnmacher kindern, aber ja. Also ich sitze gerne auf der Couch mit meinem Freund Jakob und chill. Und der Bastelraum, und da kann man halt zum Beispiel Sachen basteln, zum Beispiel das und das und das alles haben wir halt schon mal gebastelt. Also ich chill mit dem Manuel immer. Und ich spiele auch gern Air-Hockey. Aber so ist eigentlich, im Grunde ist eigentlich recht lustig und wir machen nicht viel Schmarrn und ja. Ja, ich finde auch den Bastelraum, da können wir nämlich schön basteln, da gibt es auch Spiele. Also ich male ein bisschen was. Ja, malen mag ich auch oder mit meinem Freund auch Kicker spielen. Ja, also meistens sind wir da drüben in dem Raum, da wo die Couch ist und so. Und dann ratschen wir da ein bisschen auf der Couch oder wir manchmal malen mal irgendwas oder wir sind halt irgendwie im Klo. Und für Mädchengespräche und so. Hausaufgaben machen mag ich auch sehr gern. Es gibt auch Spiele, wo eigentlich die Hausaufgaben gemacht sind. Da ist so ein Regal und da kann man sich auch Spiele nehmen. Also entweder die Heike oder die Steffi holt uns dann oben ab und dann gehen wir runter und da tun wir unsere Schulranzen vorne abstellen. Dann gibt es Mittagessen. Um 12.15 Uhr kommt das Essen. Klopfen und schmecken. Dann setzen wir uns hin und dann gibt es Hausaufgaben und dann hast du halt Freizeit. Wir gehen dann nach den Hauses rüber oder spielen hier irgendwelche Spiele. Bei uns gibt es einen Plan und da steht zum Beispiel drauf, also heute gab es jetzt Pasta, also Spaghetti, Bolognese und als Nachspeise gab es Obst. Ja, und um 1 essen wir dann. Wo muss ich mich da anstellen? Hol erstmal mein Besteck. Und dann verteilt unsere Köchin, Halbköchin, das Essen aus und dann essen wir das. Also da steht immer Wasser und da gibt es auch Gläser, man kann sich ein Glas holen und dann einschenken. Also, lecker. Ja. Aber es gibt auch manchmal was. Das mag ich nicht so gern. Das Essen schmeckt sehr lecker. Ja, ich mag Mathematik nicht. Die Hausi-Zeit, die ist um 13:30 Uhr. Und um 13:30 Uhr, da, weil man hat ja selber keine Uhr, da
dann kommt dann die Heike oder Steffi immer und dann sagt sie dir, ja, jetzt ist Hausaufgabenzeit. Setzen wir uns an einen Tisch und machen halt die Hausaufgaben. Und wenn wir Hilfe brauchen, melden wir uns und dann kommen sie und helfen uns. Wenn du fertig bist, sagst du dann zum Beispiel zu Heike oder zu Steffi, dass du fertig bist und die kontrolliert es und dann macht sie den Haken und sagt, ja, jetzt hast du es richtig, also fertig. Und wenn man mit dem Haus fertig ist, soll man jetzt nicht hier rumschreien und rausgehen, sondern leise den Raum verlassen. Ja, wenn die Hausi fertig ist, gäbe es öfter solche Pläne wie zum Beispiel Schwimmen, Radl fahren, zum Schlittschuh fahren, rüber zu der Schule ins Schwimmbad. Ja, das Schwimmbad ist in der Schule und das dürfen wir dann halt nutzen. Also wer sich halt drin will, der darf dann freiwillig mitgehen. Da tut dann immer die Heike oder die Steffi das Blatt dahin hängen und dann kann man sich halt eintragen. Jetzt steht drauf, dass wir T-Ball in der Turnhalle in der Schule spielen. Es gibt auch eine Kiste, da steht drauf, was willst du gern spielen? Wir waren in der Kletterhalle im Baulern. Da kann man jetzt zum Beispiel auf den Zettel schreiben, ich will mal wieder Kletterhalle fahren zum Bouldern. Dann tut man das in die Wunschliste und wenn die Steffi Zeit hat oder die Heike, dann probiert sie da einen Termin zu kriegen. Und ja, wenn einer von euch Lust hat, kann zu Heike oder zu Steffi gehen und sagen, ich möchte das und das spielen und die machen das irgendwann mal. Ja, weil es halt einfach lustig ist und weil man da eigentlich viel Schmarrn machen kann und die haben halt immer was zum Lachen da und ja, es ist lustig. Weil die Betreuer nett sind und es gibt meistens genug zum Essen. Und man muss auch jetzt immer nicht, wenn man jetzt Hobbys hat, zum Beispiel Skifahren oder Reiten, nicht immer Zeit hat, jetzt jeden Tag in die Hausaufgabenbetreuung zu gehen, weil das ja bis um 4 dauert, kann man jetzt auch sagen, das war höchstens 2 Tage nur geht. Ja, genau. Also es ist eigentlich immer recht lustig mit uns zu. Und ja. Vibes, ne? Ich empfehle es, weil die Erzieherin ganz nett sind. Und da hast du auch ganz viel Spaß. Und die Erzieherinnen sind auch nett. Und ja, wir machen eigentlich mal schöne Ausflüge. Jetzt sind wir fertig mit den Interviews. Und jetzt zeigen wir euch noch die Räume und verabschieden uns jetzt von euch. Tschüss! Ciao! Bis zum nächsten Mal. Thank you.
Meine Kollegin Heike Thürker und ich, Stefanie Bundil, sind als pädagogische Kräfte beim Stadtjugendring Rosenheim beschäftigt. Der Stadtjugendring Rosenheim zählt viele Bereiche, wie zum Beispiel die offenen Jugendtreffs, den erzieherischen Jugendschutz, das Ferienprogramm, als auch die offene Ganztagsschule Eising zu seinen Aufgaben. Wir, die offene Ganztagsschule der Mittelschule Eising, betreuen die Kinder von der 5. bis zur 9. Klasse von 13 bis 16 Uhr und bieten folgende Leistungen an. Erstens ein gemeinsamer Mittagstisch, zweitens Hausaufgabenbetreuung und drittens die Freizeitgestaltung. Bei unseren Kindern geht es um eine gesunde Mischung aus Disziplin und Spaß, vor allem bei den Hausaufgaben ist Disziplin besonders nötig. Im Bereich Freizeitgestaltung sind uns die Angebote des Stadtjugendrings eine große Hilfe. Wir möchten unseren Schülern und Jugendlichen viele Wege aufzeigen, wie man seine Freizeit sinnvoll gestalten und dabei Spaß haben kann. Unsere Schüler dürfen jedoch selbst entscheiden, an welchen Ferienangeboten sie teilnehmen möchten. Wir sind Ansprechpartner für die Eltern und stehen diesen für Rat und Tat zur Verfügung. Gemeinsam mit den Lehrern und der Schulsozialarbeit helfen wir Schülerproblemen und suchen gemeinsam einen Lösungsweg. Wer jetzt Fragen oder Lust auf die OGTS bekommen hat, der kann sich einfach bei uns melden.